Hallo ihr Lieben, es tut mir sehr leid, dass seit dem letzten Video so viel Zeit vergangen ist. Also es gab mehrere Gründe, aber der Hauptgrund war, ich war eine ganze Woche im Krankenhaus. Das heißt, ich konnte die letzte Woche schon mal gar keine Videos machen oder also gar nichts. Ich hatte keinen Laptop im Krankenhaus und nichts. Habe aber dann gedacht, also ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass so lange nichts kam und ich werde mir jetzt wieder ganz viel Mühe geben, dass dafür jetzt ganz viele Videos kommen. Bitte entschuldigt mir das und das wird auch sonst nicht vorkommen. Das war wirklich nur, weil ich im Krankenhaus war. Ja, aber ich lag halt im Krankenhaus und habe das Videodrehen und so total vermisst, habe die ganze Zeit an YouTube gedacht. Ich konnte ja auch keine Videos von den anderen Leuten gucken, also von den Leuten, die ich abonniert habe, wie Bibi und Niki und die ganzen. Und hab dann auch die ganzen Videos von der Longman-Tour so verpasst und das hat mich total geärgert. Auf jeden Fall habe ich dann die ganze Zeit an YouTube gedacht und dann habe ich überlegt und dachte ich, hey, ich könnte ja auch im Krankenhaus wenigstens etwas machen. Und das Einzige, was ich machen konnte, war mit meiner Handykamera halt Fotos machen und dann dachte ich mir, ich mache ein Food Diary für euch. Es war jetzt ein Food Diary der anderen Art, weil ich jetzt nicht sagen kann, das ist meine regelmäßige Ernährung oder das ist jetzt besonders gesund. Ich habe einfach mir einen Spaß draus gemacht und das Essen im Krankenhaus fotografiert und danach dann halt meine Audiokommentare hinzugefügt. Und ja, das seht ihr jetzt im Anschluss. Ich hoffe, also es ist jetzt nicht so ein spannendes Video, ich hoffe, ihr nehmt es einfach mal so als Video zwischendurch, so mit Humor auf und ja, vielleicht sind da ja auch Ideen bei. Es gab ja auch immer Vorspeise und Nachspeise und so. War richtig lecker, muss ich sagen. Und danach kommen dann wieder die normalen Videos. Danke, viel Spaß jetzt beim Anschauen. Tschüss. Da ich um die Mittagszeit ins Krankenhaus kam, gab es am ersten Tag kein Frühstück, sondern halt als erstes Mittag. Und hier seht ihr dann eine Suppe als Vorspeise, dann einen Eintopf mit Fleisch und Kartoffeln und als Nachspeise einen roten Wackelpudding mit Vanillesoße. Am nächsten Morgen gab es dann ein leckeres Brötchen, das ich dann mit Butter und Schinken und Käse gegessen habe. Zum Mittag gab es dann als Vorspeise wieder eine Suppe, aber zusätzlich noch einen Salat. Dann gab es als Hauptspeise einen Schaschlikspieß mit Reis und der Schaschlikspieß war richtig lecker. Und als Nachspeise gab es ja, so ein Joghurtcreme mit schwarzen Schokostreuseln. Am Nachmittag gab es dann etwas, was ich so noch nicht kannte. Das war mit Blätterteig gemacht, war richtig lecker und es gab einen Tee, der Sonnenfrüchte hieß. Danach habe ich noch Besuch bekommen und wir sind in die Cafeteria gegangen und da habe ich mir einen Arizona-Eistee mit Pfirsichgeschmack geholt und einen Schokodonut. Das war auch richtig lecker. Zum Abendbrot gab es dann eine Scheibe Mischbrot und eine Scheibe Schwarzbrot. Darauf habe ich dann die Scheibe Kassler und diese andere Scheibe Wurst gegessen. Da gab es dann noch Gurkenscheiben zu und als Nachtisch gab es dann noch so süße Gurkenscheiben. Die fand ich auch richtig lecker und es gab den gleichen Tee wie am Mittag. Am dritten Tag gab es dann zum Frühstück ein normales Brötchen, das ich dann mit Butter, Kochschinken und Kinderwurst gegessen habe und es gab wieder den Sonnenfrüchtetee. Zum Mittag gab es dann als Vorspeise so eine leckere Cremesuppe und da der dritte Tag ein Freitag war und ich in einem katholischen Krankenhaus war, gab es kein Fleisch, sondern Fisch, der war in so einer Dillsoße. Dazu gab es dann Reis und grüne Bohnen und als Nachtisch gab es dann so eine Nusscreme, war auch. Zum Kaffee gab es dann ein paar Butterkekse und mal wieder den Sonnenfrüchtetee. Zum Abendbrot gab es dann wieder eine Scheibe Graubrot und eine Scheibe Schwarzbrot mit Kassler und Käse und mit Salami und noch zwei Gurkenscheiben und ein Tomatenstückchen und mal wieder unseren heißgeliebten Sonnenfrüchtetee. Am vierten Tag gab es dann zum Frühstück ein normales Brötchen für mich und Salami und Erdbeermarmelade. Und da habe ich dann aber netterweise von meiner Zimmernachbarin noch ein halbes, ja, wie nennt man das, Vollkornbrötchen bekommen. Und ja, das fand ich irgendwie leckerer als mein normales Brötchen. Und zum Trinken gab es dreimal, dürft ihr raten, ja, es gab wieder unseren tollen Sonnenfrüchtetee. Und das lag aber auch daran, dass es den morgens für mich gab, da ich keinen Kaffee mag. Zum Mittag gab es dann ein richtig leckeres Bratenstückchen mit richtig leckerer Soße und dazu gab es Kartoffeln und so richtig leckere Kohlrabi nennt man die, oder? Mit so richtig leckerer heller Soße. Davor habe ich noch die Suppe gegessen, die war so mit gemischten Sachen drin. Und danach gab es einen roten Wackelpudding. Am Nachmittag kam mein Freund zu Besuch und er hat diese Magdalenas mitgebracht und die fand ich wirklich richtig mega lecker.
Am Abend habe ich leider etwas spät an das Foto gedacht, habe es aber dann doch noch für euch machen können. Und ja, da gab es die Scheibe, wieder eine Scheibe Mischbrot mit so einem ja, Bierschinken und noch so eine komische Wurst, die, wie ihr da sehen könnt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Hab's auch nicht probiert. Und es gab natürlich wieder den gleichen Tee wie immer. Am Sonntag, den fünften Tag, gab es leider keine Brötchen, dafür wieder. Wie schon vorher, so also bereits erwähnt, das Brot und die Wurst könnt ihr ja erkennen. Ich habe die Marmelade nicht gegessen, aber dafür gab es dann noch ein Ei, auch wenn es keine Brötchen gab, mit Salz sogar. Und ich habe zu dem tollen Tee, den es ja immer gab, habe ich mal abwechslungsreich einen Eistee getrunken. Zum Mittag gab es dann als Vorspeise wieder so eine Suppe mit Blumenkohl und dann gab es so richtig leckeres Putengeschnetzeltes mit Mandarinstückchen, das war richtig lecker, mit Kartoffeln und gemischtem Gemüse. Und als Nachtisch gab es sogar ein Eis mit Vanille-Erdbeergeschmack. Am Nachmittag gab es dann dieses leckere Kuchenstück. Ich weiß gar nicht, wie der Kuchen heißt. Der war dann mit Sahne gemacht und mit so Kirschen. Der war echt lecker, obwohl ich eigentlich keinen Früchtekuchen mag, aber den mochte ich wohl. Und zum tausendsten Mal den Sonnenfrüchtetee. Zum Abendbrot gab es dann wieder die gleichen Scheiben Brot wie sonst auch. Auch mit Kochschinken, Salami und diesem leckeren, ach, mit diesem leckeren Schinken. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ihr wisst ja, was ich meine. Und da gab es dann noch diese beiden Gürkchen zu. Ich mag die Gürkchen voll gerne. Und es gab sogar noch so verschiedene Sorten Fisch, so kleine Stückchen mit Zitrone. Und zum vorletzten Mal den tollen Tee. Der sechste Tag war dann mein letzter Tag, da war ich nur noch zum Frühstück da und da habe ich dann sogar zwei normale Brötchen bekommen und dazu dann Kochschinken und Käse und zum letzten Mal den Sonnenfrüchtetee getrunken. So, ich fand das Essen war richtig abwechslungsreich und auch sehr lecker und auch immer genug da. Ich bin immer satt geworden und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.